Hallo und herzlich willkommen zurück bei God of War Ragnarök. Ich setze mich mal richtig hin und dann versuchen wir mal, diesen da umzulegen. Das war jetzt doof. Warte mal, ich muss mal gerade. Mein Problem ist jetzt ein anderes. Ah, so geht das. Gut, also das war jetzt, ich wusste nicht mehr, wie man hier alles wechselt, wie man die Waffen wechselt. Fisi Hagelkorn, ein Troll, den wir in Midgard begegneten. Der Wind trug seinen Gestank so weit, dass ich ihn riechen konnte, bevor ich ihn sah. Diese Biester im kalten Winter zu bekämpfen, ist eine der wenigen Möglichkeiten, sich ohne ein Feuer zu wärmen. Ich weiß das zu schätzen, uns könnten allerdings die Trolle ausgehen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Ein Zauber der Riesen aus Jötunheim, der dem Amulett von Yggdrasil platziert werden kann, okay? Ansonsten gibt's hier aber nichts. Ja, ich weiß, ihr wollt da lang. Wir gehen aber da lang. Sehr seltsam. Ich habe dieses Gebäude noch nie gesehen. Ja, in der Tat sehr seltsam. Sehen wir uns das näher an. Hinter dir, Vorsicht! Vorsicht! Von hinten! Achtung! Hinter dir! Heieiei. Warte. Der Schild, der den Eingang blockiert, sieht genauso aus wie der von Tyrs Statue. Noch ein Stück von Tyrs Ebenbild, das über den See geschleudert wurde. Es ist wohl in diesem Gebäude stecken geblieben. Das muss alles im Eis verborgen gewesen sein, bevor der Schild es zerschlug.
Okay, wir gucken gleich mal. Gut, hier kommen wir nur zurück. Dann gucken wir mal, ob hier irgendwas passiert. Okay. Da ist etwas drin. Mit dem Schild können wir es nicht erreichen. Ich weiß noch nicht genau, ob es hier richtig rum ist jetzt. Hört mal bitte auf zu bellen. Nicht, dass hier noch eine Lawine losgeht irgendwie. Was ist das? Kommen wir nur von der anderen Seite ran. War nicht so gewollt eigentlich. Naja, es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Jetzt sind wir zwar hier durch, aber weiter sind wir trotzdem noch nicht. Ha. Sind die alle so? Ich sehe etwas. Ja, was siehst du denn? Was denn? Frau, ich bitte dich, sage mir, was du siehst. Da ist was. Wie komme ich denn da hin? Ha. Hey, was soll das? Oh. Eins fehlt noch.
Ach, das ist falsch. Hör mal auf damit. Mist. Ich hab's geahnt. Ich will's auch nicht wahrhaben. Jetzt kann ich doch eigentlich hier hochklettern, aber ich komme da immer noch nicht dran. Das hat irgendwie nichts gebracht. Ich muss irgendwas mit diesen Rädern machen, oder? Ich weiß nicht, wo ich das dritte ist. Wenn das natürlich unten da drin ist, dann ist es irgendwie doof. Wo steht es? Ach ja. Ach, warte mal. Dort, da drüben. Könnte nützlich sein. Hä? Wo? Oh. Ah! Jetzt. Thank you.
Na, das war jetzt ja vielleicht doof. Okay. Sehr gut. Unhöflich. Das war keine Absicht. Natürlich. Können wir was anzünden? Eine außergewöhnliche Quarzsorte. Oh, guck mal da. Na super. Meine Pfeile durchdringen leider keine Mauern. Ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie doof, dass ich jetzt hier drin bin. Kann das sein? Kannst du das Tor von dort öffnen? Was? Von hier? Wo? Ach so, hier. Wieder zusammen. Tut mir leid. Sorry, Frau. Du wirst es nicht glauben, Emir. Dieses Wappen gehört zu Fjöderlund. Fjöderlund, sagst du? Das ist doch Sigruns Heimat. Der Tresorraum ist natürlich verschlossen. Das ist die richtige Einstellung. Sigruns Fluch. Oh. Wir gehen das gleich mal machen, aber erst holen wir unseren Schatz. Drei von vier, einer fehlt noch. Verzeihung. Okay. Das will uns nicht reinlassen. Nun gut, wir gehen mal weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir erst diese andere Dingsbumster lernen müssen. Hey, ich will das. Wir müssen absteigen, sonst ist nichts. Da
drüben ist Stinky. Ja, da kommen wir nicht hin, wenn wir es nicht können. Ja. Oh, daran erinnere ich mich auch noch. Kommen wir leider nicht weiter. Und da ist auch noch sowas. Auch falsch, das ist aber sehr gut. Mystisches Tor, okay, das ist eigentlich ganz gut. Weil dann ist hier eigentlich auch niemand. Hacksilber, was kann man hier machen? Achso, ich kann hochklettern. Ich habe nichts gegen Erkundungen, aber um es deutlich zu sagen, die Nornen werden wir da unten finden. Ja. Guck mal hier. Noch eine Markierung. Genau wie in der Schatzkammer. Ja, dieser Ort muss zu Sigruns Reich gehört haben. Ein erster Außenposten für die spätere Ausweitung. Aha, das gehört also zusammen. Noch ein Kran. Treten das kaputt, ey. Oh. Interessant. Oh. Das ist doch so ein anderer. Wir lesen das erstmal, bevor hier irgendwas passiert. Noch ein schlafender Troll, den Zwergen sei Dank. Blurduk Stein, Opfer, Zahl, 78 Zwerge, 3 andere, Art der Gefangenschaft, Nörds Schlummer, Gefängnisstandort, Midgard, Datum der Entlassung, niemals, es sei denn, die Hexen von Vanaheim erfinden einen Trank, mit dem man etwas Aggressives in etwas Knuddeliges verwandeln kann. Selbst wenn jemand in den Besitz einer Weckreliquie gelangt, sollte man sie nicht verwenden, es sei denn, man brennt auf einen Kampf. Gefängnisaufsicht, AS, den ihr bald am allerwertesten lecken könnt, wenn ich noch weitere Berichte in diese Tafel ritzen muss. Okay, also wir sind Sigrins Fluch näher gekommen. Ich speichere mal ganz schnell. Okay, ich bin sehr froh, dass er nicht wach geworden ist. Kann man hier runter? Kann man hier runter? Nee. Okay. Ich würde gerne erstmal zu dieser gehen. Von Fjodor Lund blieb also nur dieser Außenposten. Sigrun erzählte, dass sie hier aufwuchs, bevor sie sich den Valkyren anschloss. Erst der Schatz, dann der Rest. Zwergenstuhl. Ah!
gut. Unser Hacksilberhammer. Ja, gut, der ist jetzt so offensichtlich. Die nehmen wir mal mit hier. Du hast aber einige Vögel gejagt. Vielleicht lohnt es sich ja, zum Rabenbaum zu gehen. Hä? Mit 6 Stück? Glaube ich aber nicht hier. Komme ich denn da unten hin? Also wir haben hier noch mehrere Wege. Aber die erforschen wir nächstes Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.